So, Herr Mohr, dann erklären Sie uns mal, warum der Showroom hier so voll ist und wir uns hier so zwischen den Autos durchpressen müssen. Ja, warum der Showroom so voll ist. Wir bereiten den Showroom für eine Veranstaltung vor oder haben das bereits getan. Dafür haben wir die zweite Hälfte vom Showroom separiert jetzt von der ersten Hälfte und die meisten Autos sind jetzt hier drin, deswegen sind die Autos jetzt hier so eng. Genau, hier drin und ein Teil auch noch außerhalb des Showrooms, ich glaube 10 Fahrzeuge. Das heißt, wir haben hier ziemlich gepresst. Genau. Okay, ja. Schauen wir uns mal an, was das für einen Grund hat und was sich ja hinter dieser eingezogenen schwarzen Wand hinten verbirgt. Genau, im Endeffekt, wir haben die zweite Hälfte vom Showroom, haben wir jetzt mit Vorhängen abgehängt, fängt jetzt hier an, sodass man eben von außen jetzt nicht mehr reinsehen kann. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. So, genau. Ich glaube, das sind jetzt zwei ganz neue Fahrzeuge. Ja. Kurz mal zum ganzen Setup. Wir haben jetzt hier alles abgehängt mit Vorhängen, weil die Fahrzeuge natürlich nicht gesehen werden dürfen. Die Fahrzeuge präsentieren wir jetzt ausgewählten Kunden. Morgen, also heute ist der 26. Der 26. Ja. Morgen am 27. ist die offizielle Präsentation. Ja. Und in verschiedenen Zeitslots werden wir da unseren Kunden die Fahrzeuge präsentieren. Vielleicht noch kurz zwischendurch die Frage, warum ist denn hier jetzt abgehängt? Warum? Weil die Fahrzeuge sind der Öffentlichkeit noch nicht vorgestellt worden. Das heißt, wenn jetzt morgen Kunden kommen, machen wir das alles undercover. Die Kunden dürfen natürlich die Fahrzeuge sehen, aber jetzt die Öffentlichkeit nicht. Und man darf auch keine Bilder machen. Es darf eben nichts veröffentlicht werden. Deswegen ist es jetzt hier alles ein bisschen undercover, alles ein bisschen top secret. Genau, okay. Also es ist noch ein bisschen Baustelle, man sieht es noch ein bisschen, ein paar Sachen liegen noch rum. Aber wir machen ja das Video hauptsächlich jetzt eigentlich für diese zwei schönen Autos, die hier stehen. Das ist das neue Hypercar von Zenvo. Ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt wurden schon ein paar Infos zum Motor veröffentlicht. Wirklich cool in der heutigen Zeit. Das Fahrzeug hat einen 6,6 Liter V12 Turbo. Gepaart mit einem Elektromotor. An der Vorderachse zwei Stück, also pro Rad eben, und einen dritten noch am Getriebe. Aber was natürlich für uns interessant ist, ist der V12, 6,6 Liter groß. Absolut beeindruckend. Also jeder Hersteller versucht irgendwie Downsizing zu betreiben, weniger Hubraum. Und Zenvo kommt einfach und präsentiert einen neuen 12-Zylinder. Also das ist eigentlich auch mit der Grund, warum wir Zenvo-Partner sind. Die sind einfach ein bisschen gegen den Strom und versuchen das auch einfach zu erhalten. Und ich sehe es jetzt hier auf der Kamera, vielleicht kann ich dir mal kurz geben, wenn du mal durch die Kamera schaust. Ja, es ist genau. Eher ein Blau auf der Kamera, aber hier ist es eigentlich mehr so ein Türkis. Ja, richtig. Also ja. Die Farbe ist eigentlich unglaublich, man muss sie eigentlich sehen durch die Strahler, wenn die angestrahlt wird, ist es hier leicht schon so ins Grün, also gepaart mit dem Carbon, also super schöne Farbkombination eigentlich. Man muss es eigentlich wirklich sehen, absolut beeindruckend auch das Dach hier. Komplett aus Carbon, auch die Luftführungen hier, die Hutze, wenn vorne hier die einströmende Luft kommt. Sieht man hier ganz schön. Ja, also wirklich. Ja. Was auch ziemlich cool ist oder was sofort auffällt, wir haben an den Seiten, normalerweise sitzt eigentlich hier immer ein Kühler. Das ist aber bei dem Aurora, so heißt das Modell, alles in der Fahrzeugmitte. Also die gesamte Technik befindet sich in der Fahrzeugmitte. Wir haben jetzt zum Beispiel hier außen kein technisches Bauteil. Ja, ziemlich beeindruckend. Hat auch alles Gewichtsgründe, Performancegründe. Und vor allem, wenn wir uns gleich das andere Fahrzeug anschauen, also die Rennversion davon sozusagen, dann wird einem auch klar, warum das so ist. Das machen wir jetzt dann gleich, wenn wir uns das rote Fahrzeug anschauen. Aber so an sich einfach mal die Farbkombination, das braune Leder innen mit diesem schönen Blau außen, also ist eine Farbkombination, die würde ich mir wahrscheinlich nie so konfigurieren. Aber wenn man es dann wirklich tatsächlich mal sieht, zusammen mit dem Carbon, unglaublich eigentlich. Ja, finde ich auch super. Also wie du schon gesagt hast, ich würde jetzt selber im Konfigurator, glaube ich, nicht drauf kommen, dass es gut aussehen würde. Ja, aber schon sehr, sehr cool. Genau, und wir hatten eigentlich vorher, also jetzt morgens ja die Präsentation, wir hatten den Christian da, der ist der Designer der Fahrzeuge, er hat die gezeichnet und die ersten Prototypen jetzt aufgebaut und es ist eigentlich auch wahnsinnig interessant, wie so ein Designer von so einem Fahrzeug eigentlich denkt. Ja, also war jetzt super interessant, ihm einfach zuzuhören, was er sich dabei gedacht hat, das Auto zu zeichnen und der sieht natürlich das Auto auch nochmal ganz anders wie wir. Ja, also wirklich schon
sehr beeindruckend, vor allem auch das ganze Zenvo-Team da zu haben. Aus Dänemark angereist, ich glaube, es sind mittlerweile 15 Leute da gewesen, mal kurz. Ja, also wirklich. Wirklich, super Jungs, gute Jungs und ja, mischen, glaube ich, so ziemlich das ganze Hypercar-Business mit diesem Fahrzeug auf. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Als ich das Heck jetzt zum ersten Mal gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, dass hier unten der Auspuff ist und habe von Weitem erstmal gedacht, oh, das ist aber ein bisschen klein geraten, aber das ist tatsächlich der Nebelscheinwerfer hinten und die Auspuffrohre befinden sich hier drin, 4 Stück in einer großen Einfassung. Vielleicht kriegen wir das drauf. Ja, ich weiß nicht, ob man das so... Ach so, kann man es ein bisschen sehen. Vielleicht kann ich mit dem Handy mal kurz ein Licht machen. Vielleicht sieht man das ein bisschen besser. Also, da kommt dann die pure Gewalt raus hinten. Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir dürfen noch gar nicht so viele Zahlen nennen. Wir wollen ja auch keinem irgendwie was spoilern im Vorfeld. Aber ich glaube, da kann sich die gesamte Hypercar-Welt auf was gefasst machen, was hier passiert. Ja, vor allem das Motorenkonzept ist einfach jetzt cool für die heutige Zeit. Ja, nochmal, einfach. Also jeder will weniger Hubraum und dann kommt Zenvo und baut einen neuen 12-Zylinder. Man muss sich aber mal vorstellen, was es bedeutet. Also das ist ja nicht Mercedes. Also das sind ja viel, viel weniger Stückzahlen. Sagen wir mal, von dem Auto werden 100 Stück gebaut, so wird es dann ungefähr hinkommen. Für 100 Stück einen eigenen Motor zu entwickeln, ist eigentlich unglaublich, was die Kosten angeht. Ja, ja. Und deswegen versteht man vielleicht auch, warum so ein einzelnes Fahrzeug am Ende auch so teuer ist, weil du einfach immer ein entwickeltes Bauteil hast, genau für dieses Fahrzeug. Mit Sicherheit kann man wahrscheinlich die neuen Zenvo-Modelle dann irgendwie nochmal auch profitieren davon, von dieser Motorenentwicklung, aber im Endeffekt ist es erstmal das, was dann bei Zenvo auch wieder reingeholt werden muss mit dem Verkauf der Fahrzeuge und schon absolut beeindruckend auch das Risiko, was Zenvo fährt, die immensen Investitionskosten, die haben, um halt dann eben auch mal was anderes hinzustellen. Ja. Ja, sehe ich absolut genauso. So, dann gehen wir mal zum weiteren Fahrzeug. Also wir haben jetzt hier das Blaue, ist einfach so ein bisschen mehr so das Tourenfahrzeug. Ja, also so, heißt auch Tour. Tour, ja, also so wird es eigentlich jetzt eher beschrieben. Das heißt, da kann man auch mal schön zum Essen fahren, abends oder irgendwie eine längere Distance fahren. Und also dann gibt es natürlich... Mehr so der GT eigentlich. Mehr so der GT, genau. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die andere Version. Genau, das sieht und die ist natürlich hier richtig bad, sage ich jetzt mal. Der ist natürlich richtig wild. Richtig wild. Und jetzt versteht man vielleicht auch gerade, was du jetzt gerade erklärt hast, dass im Prinzip alle Komponenten versucht wurden, mehr in die Mitte zu bauen, dass wir wirklich im Endeffekt an der Seite hier Platz haben für die Luftführungen bzw. für die Gewichtsoptimierung, weil im Prinzip alles eigentlich in die Mitte zum Fahrzeug geschoben wurde. Genau, wenn man jetzt hier mal durchfilmt, hier ist ja wirklich gar nichts. Also wir haben jetzt hier die Aufhängung vom Rad, aber ansonsten haben wir hier eine Luftführung. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, ist hier ja wieder nichts. Das heißt, alles befindet sich wirklich in der Mitte vom Fahrzeug. Was man aber auch wirklich sieht, es ist dunkelrot. Auf der Kamera ist es jetzt mehr so ein Signalrot. Ja. Aber es ist eigentlich wirklich eine tolle Farbe. Passt super zum Fahrzeug, also gerade das Präsentationsfahrzeug, Demo-Car eigentlich wirklich gut gewählt. Weil es ist auch eine schwierige Frage, so als Fahrzeughersteller, in welcher Farbe präsentieren wir denn jetzt unsere Fahrzeuge? Ja, genau. Ja, aber ich glaube, da wurden zwei schöne Farben ausgewählt. Einmal das Rot, mehr aggressiv, so für den Agil, also dieses Fahrzeug oder dieses Modell ist jetzt der Agil, passt super. Und eben das Blau, oder eigentlich ist es geht mehr ins Türkis, für den Tour. Präsentation, die dann morgen stattfindet, ist dann wirklich auch in einem sauberen Zustand. Aber wir haben jetzt gerade, man sieht hier den Dreck überall, man sieht auch überall die Fingerabdrücke an den Fahrzeugen. Wir haben die jetzt gerade geliefert bekommen, beziehungsweise haben die ersten Gespräche gehabt mit den Mitarbeitern und Entwicklern und Designern von Zenvo. Morgen wird dann alles hier super sauber gemacht, da kann man dann vom Boden essen. Aber es lässt sich natürlich jetzt, auch bei der Anlieferung hat es geregnet, einfach nicht vermeiden, dass es hier dreckig ist. Und morgen wird dann im Prinzip hier alles auf Hochglanz gebracht und dann können wir schön mit der Präsentation starten. Ja, genau, so erstmal die größten Unterschiede zwischen Tour und Agil. Also eigentlich haben wir beim Agil gleich den großen Heckspoiler, ansonsten haben wir beim Tour keinen als GT. Und wir haben eben beim Agil deutlich mehr Aerodynamik, wir haben einen deutlich größeren Diffusor am Heck. Das sind eigentlich so die größten Unterschiede zwischen den beiden. Ja, ja. Technisch absolut identisch, der gleiche Motor, die gleiche Leistung, das gleiche Monocoque. Ja. Nur eben haben wir beim Agil deutlich mehr Aerodynamik. Also ist jetzt auch nicht so, dass der Tour der kleine ist und der Agil dann der große, sondern exakt die gleiche Technik, auch der gleiche Preis. Also es sind die identischen Fahrzeuge, zwei Modelle. Es ist nicht so, dass der eine der kleine ist, sondern der große.
sondern exakt auch der gleiche Preis. Das ist eigentlich so eine reine Geschmackssache. Also der eine mag jetzt kein, der eine Kunde mag jetzt den Spoiler nicht so, weil das sehr prollhaft rüberkommt. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich dann doch mehr für den Kunden, der doch mal auf den Track geht oder auf die Rennstrecke und dann einfach noch ein bisschen mehr Aerodynamik hat. Ich glaube, da gibt es zwei Typen einfach dafür. Aber auch eine sehr, sehr coole Idee, dass Zenwo einfach schon theoretisch ein Auto baut, aber für zwei Zielgruppen. Ja. Und sonst hat ein Hersteller immer nur ein Auto für eine Zielgruppe, wie zum Beispiel den Senna oder ein Bugatti. Ja. Total verschieden. Aber wir haben jetzt hier einen Zenwo, der eigentlich beides abdeckt. Beides abdeckt, genau. Und wie du sagst, es ist schön, dass es nicht einen kleinen und einen großen gibt, sondern es gibt eigentlich das gleiche Auto, aber in einer anderen Ausführung. Genau, Habe ich jetzt so eigentlich auch noch nicht gesehen. Ja, genau. Ja, also wirklich, da haben die... Eigentlich ein super Konzept. Eigentlich ein echt cooles Konzept, ja. Sehr, sehr cool. Ansonsten so von unserem Setup eigentlich, könnten wir auch kurz nochmal sprechen, wir haben jetzt hier unsere Blackbox mit unserem Drehteller. Haben wir extra so gebaut oder designt, geplant für solche Präsentationen. Ja. Mit dem Drehteller können wir das Fahrzeug dann jetzt drehen lassen. Hier unseren normalen Showroom nutzen wir jetzt eben als zweite Präsentationsfläche. Unsere Recaro Lounge bzw. unser Recaro Flagship Store ist natürlich jetzt unser Besprechungsraum für morgen. Dort werden wir auch den Konfigurator haben von beiden Fahrzeugen. Das heißt, mit dem Kunden kann man gleich zum Konfigurator gehen und mal andere Farben testen oder auch andere Räder oder auch eine komplett verschiedene Konfiguration austesten, wie es aussehen würde. Ja, was auch echt wirklich ein absoluter Mehrwert ist dann, diese Konfiguration, dass der Kunde im Prinzip, wenn er jetzt sagt, sehr alles schön und gut hier in Blau, aber wie sieht es dann in Gelb aus, dass wir dann wirklich hier am Fernseher mit dem Zenwo-Konfigurator ihm einfach das Fahrzeug nachbauen können in seiner Farbkombination. So denke ich mal, ergibt sich da am Ende auch wie ein Bild und sind wir mal gespannt, was morgen passiert. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen großen Tag vor uns. Ja. Unsere Vorbereitungen liefen ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, alles war echt eigentlich relativ stressfrei auch alles. Also es hat echt super geklappt. Die Absprachen haben gut geklappt und wurde alles pünktlich geliefert. Ja. Ja, hat alles super geklappt und dann halten wir euch, glaube ich, auf dem Laufenden. Genau, ja. Aber es wird wahrscheinlich August sein, wenn das Video erscheint. Genau, ja, wir müssen noch ein bisschen die Füße stillhalten, bis wir damit raus können. Ja, aber wir sind sehr begeistert, was hier Zenwo abgeliefert hat und großes Kompliment und wir halten euch auf dem Laufenden und vielleicht können wir kurz nochmal ein Video machen mit dem Zenwo, vielleicht dann auch kein Demo-Car, sondern dann ein richtiges Auto. So machen wir das, genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.